Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und einem neuen Tag bei Maita Report, ja? Das hat mir gerade einfach was ins Ohr gemiaunzt. Na, weil du mir so schön ins Ohr gemiaunzt hast, kriegst du direkt mal so einen getrockneten Klingenfisch, da stehst du drauf. Schnur. Und du kriegst einen Apfel, mein Skrapsi. Wow, du kriegst einen Aroma-Apfel. Ja. Oh, so süß und meine Frau ist richtig uninteressant. Oh, da krabbelt Fiona. Hallo. Hier ein Geschenk, eine Babymilch. Kakaka. Möchtest du noch eine Milch? So, dann haben wir 10 Punkte wieder bei unserem Baby bekommen. Hallo. Engel ist ja vorsichtig. Ja, ich bin immer vorsichtig. Kennst mich doch. Direkt mal in irgendeine Ding rein. In irgendein Dungeon. Was denn auch sonst? So, ja, die jährliche Schneeballschlacht bin ich voll dafür, dass wir das machen. Also ich habe gerade einen echten Winter, wenn ihr das seht, habt ihr ja schon wieder Frühling. Weil bei mir schneit es heute. Finde ich schön. Okay, aber es ist eh bald wieder Herbst. What the fuck? Ich weiß noch, als ich mich gefreut habe, dass der Winter endlich um ist und jetzt haben wir schon fast wieder Herbst, was ich nicht so geil finde. Wir veranstalten das jährliche Geißeljagdfest und Tag der Erinnerung in einer Woche. Och ja. Komm bitte pünktlich und melde dich an. Ja. Da werden wir uns wohl anmelden müssen. Okay, haben wir heute irgendein Dings? Irgend so ein lustiges Festival-Scheiß. Ah ja, wir haben heute in der Feier und abends spielen wieder mit Higgins. Okay, und übermorgen ist der Tag der Erinnerung. Voll in Ordnung. Pinky läuft hier wieder frei rum. Soll sie doch. Pinky ist ein gutes Wesen. Okay, da heute ein Donnerstag ist, können wir uns eine neue Aufgabe schnurren. Hallo, Liuba. Da ist Higgins. Mit ihm spielen wir zwar besser. Da ist Kuku. Kuku, bleib stehen. Du kriegst einen Apfel von mir. Du stehst auf Äpfel. Ich kenne dich, mein süßes, kleines QQ. Oink, oink. Oh, wie süß. Und ich werde auch noch gleichzeitig von der Katze verfolgt. 2 Stunden bis Feier. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Higgins, da ist weggerannt, weil ich eine Feier veranstalte. So, was haben. Hier haben wir einen SS-Auftrag. Geil. 2 Wasserlage. Lager. Und mit denen sind wir noch nicht BFF. Das machen wir einfach mal. Natürlich nehme ich den Doppel-S-Auftrag. Mega geil. Ich glaube, McDonald's steigt uns jetzt einfach auf BFF hoch. Aus Gründen. Okay, alle rennen zu meinem Fest. Das ist schön. Sonja, ihr steht da und denkt so, ich will da auch hin. Die Emily steht da. Die Merlin hat sich mein Fisch-U-Boot angeschaut. Wir haben sie scheinbar nicht eingeladen. So, was haben wir hier alles? Ja, Tiercode. Leila, ich habe gute Arbeit gelassen. Ich weiß schon, du leistest immer gute Arbeit, aber ich habe für dich was hier. Landwirtschaft. Du stehst doch so auf Samen. Hier hast du welche. Ganz viele hast du. Okay. Ich weiß noch, so ungefähr vor einem My Time Report hier, ja, waren wir voll fasziniert von allen möglichen. So, Merlin, einfach mal plus 23 Punkte. Okay, jetzt brauchen wir 2 Wasserlager. Ich glaube, die muss ich da machen. Muss ich hier im Wasserlager machen? Schauen wir mal. Montageinformation. Keine Ahnung mehr, wie man ein Wasserlager baut. Ein Wasserturm haben wir da schon mal. Förderband, Getriebe. Boah, wir haben schon so lange so einen Schrott nicht mehr bauen müssen. Das ist echt lang her. Wasserlager nachsehen. Bräuchte mal schnell 2. Gut, das wird dann mal gebaut. Der Rest hat hier ein schönes Fest. Ein paar Leute fehlen noch, aber die kommen dann, glaube ich, gerade die Molly. Und die Merlin geht jetzt noch gleich in ihr eigenes Museum und bewundert da Dinge. Schön. Der Lee steht allein da. Ah ja, ich wollte mir noch ein Kind adoptieren. Ich erinnere mich. 1 Stunde bis Feier. Ja, chill mal. Ich wollte noch ein Kind adoptieren. So, einmal nach da oben. Müssen wir uns ganz kurz das Kind adoptieren. Das ist mal. Das geht mal kurz vor. Braucht 2 kleine Pupsis. Weiß gar nicht, wie ich mein zweites nennen soll. Ich weiß nicht mehr, ob es männlich oder weiblich wird. Oh Gott. Ich muss mich für einen Namen entscheiden. Oh mein Gott. Das wird echt schlimm. Ja, da oben, der glitzert. Da kann ich adoptieren. Ja. Antrag erfolgreich. Ja. Hier morgen wieder ein Kind vor die Tür abgesetzt. Brauche ich da noch irgendwas? So, wenn ich das dabei hätte, würde ich mir das glatt holen. Das ist auch ein, nee, das ist ein Bewässerungsturm, okay.
Heute 103, wir brauchen ein bisschen Milch für unser Baby, für unser Babypupsi. Dass es nicht verhungert. Weil die Emily gibt denen ja keine Zuwendung und Zuneigung und Emily ist eine schlechte Mutter. Ja. Der Dava sitzt allein da, der wartet wahrscheinlich auf die Dana. Ah, von hier aus sehe ich schon mein Grundstück, da rennt die Dana her. Muss dann auch gleich mal ein Holzregal. Haben wir eigentlich ein Holzregal dabei oder nicht? Nee, wir haben kein Holzregal. Müssen wir welche machen. Die auch mit mir rumschleppen, falls die alte See, dass ich dann direkt der Ding mal abtreten kann. So. Ja, ich möchte eigentlich mal 10 Stück kaufen. Möchte nicht, dass mein Baby verhungert. Okay, Feier hat begonnen. Kommt die Dana. Die Merlin geht jetzt heim. Okay, schauen wir mal. Okay, irgendwer ist nicht gekommen, weswegen sich die Emily dazu gesetzt hat. Okay. Fertigen wir noch schnell ein paar Regale für die Dana, dass wir die auch mal mitschleppen und der schenken, weil die echt weit hinten ist in Freundschaft. Einfach mal 10 Stück. Und ein paar Holzkommoden für die Dana. So. Gehen wir gerne mal hinter und schenken eine. Dann suchen wir noch einen Papa-Bär. Dann müssen wir mal schauen, wer denn noch ein bisschen Freundschaft braucht. So, Dana, hallo. Du kriegst eine Holzkommode von mir. Das ist wirklich ein tolles Geschenk, danke. Gerne doch. 12 Punkte bloß. Sieht man doch gerne. Dann schauen wir mal weiter hinten. Zu. Keine Ahnung. Wer so rumsteht. Denn das ist der komische Einwohner, mit dem man sich nicht anfreunden kann. Ja, die Lucy ist gerade in der Schule. Die wollte hier aber dann auch eine Kette später verwenden. Komm, wir klauen einfach mal unseren besten Freund. Bin echt ein schlechtes Mensch. Wow. Ist jetzt schon lange her, wo wir eigentlich den Abspann gesehen haben. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht der richtige Abspann. Weil meiner Meinung nach muss ich mit jedem BFF sein, dieses Spiel erfolgreich durchgespielt zu haben. Außer halt Ardit, weil das halt einfach nicht mehr geht. Du kriegst einen Apfel von mir. Du stehst auf Äpfel, hab ich gehört. Haben auch. Okay, 12 Punkte plus bei Papa Bear. Schlangenbeere aufgehoben. So, dann liegt ein bisschen Tiercode, sehe ich da gerade. Okay, die May läuft hier durch die Gegend. Bin mal gespannt, wer hier jetzt alles aufsteckt und ist unser Fest. So. Natürlich auch noch Grundstück auf maximal erweitern. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Ziel von mir. Ich bin eigentlich nur interessiert immer an die Samen, die in der Kacke sind. Deswegen sammle ich die mal ein. Wisst ihr noch, als Lamas ein Problem für mich waren? Okay. Ack, rennt hier schön durch die Gegend. Okay, die sind ja alle am Fressen. Oh, die haben nichts mehr zu essen teilweise. Inventar, warum will ich immer auf E-Inventar aufmachen? Weil es einfach bei Dings ist, bei, wie heißt das Spiel? Stardew. Hab ich viel Kacke gefunden. Einmal so und einmal so. Damit füllen wir jetzt mal ganz kurz den Tisch wieder auf. Hinzufügen, nochmal hinzufügen, nochmal hinzufügen, hinzufügen. So, können wir die wieder wegtun? Dann besuchen wir mal die Lucy in der Schule, beziehungsweise den Wasserturm kann ich da jetzt austragen, oder? Die sind jetzt fertig. Wasserlager plus 2. Nice, seht ihr mal wieder so ein Pfeil, wo wir hingehen können. So. Wollte ich mir noch ein bisschen Salz und so holen von der Sophie. So. Na, McDonald, ich hab da was für dich. Hättest du nie von mir gedacht. Ich weiß, du bist ein sehr zuverlässiger Handwerker. Bloß 35 Punkte und einfach mal 6000 Geld für nichts. Nehme ich doch gerne an. Sehr gerne. So, dann kaufe ich mal hier so ein bisschen Zeugs. Kürbistorte brauche ich nicht. Milch brauche ich auch nicht. Tee. Keine Ahnung. Salz brauche ich aber auf jeden Fall. Da kaufe ich einfach mal so 50. Mehl kann ich selber herstellen. Reis kann ich, glaube ich, nicht selbst herstellen. Kaufe ich einfach mal ein paar. Ich meine, uns mangelt es jetzt gerade nicht so an Geld. Und Zucker habe ich, glaube ich, auch keinen mehr.
kann hier keine Sachen mehr machen. Hier. Und ansonsten Teig, glaube ich, kann ich selber herstellen. Dünger. Sollte ich eigentlich auch genug haben. Ich glaube, wir pflanzen keine Maiskugeln zurzeit an. Ich glaube einmal so zwei Maiskugelsamen. Karotten sehe ich auch sehr wenig. Kaufe ich auch einfach mal zwei. Einfach, dass wir es haben. Falls Ark hier irgendwas anpflanzen will, der soll zufrieden sein. Okay, dann würde ich aber einfach mal sagen, das war's mit der aktuellen Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time Aportia. Bis dahin, tschüss.